Jo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Sims 2. Und ja, heute wollten wir noch einen Sims erstellen, der auf gar keinen Fall fehlen darf. Das ist ja, was sage ich? Guter Freund. Der ist vom Aussehen her, nicht unbedingt ein Model, aber menschlich ist er total okay. Ja, den füge ich mal auf diese Welt hinzu. Und dann fehlt dann ja, noch einer. Wen könnte ich da noch hin tun? Mal gucken, ich will so einige ja, Zeitgenossen aus meinem Umfeld hier einbauen, versuchen. Mal gucken, wie das mir gelingt. Sims 2 ist ein bisschen eingeschränkt. Ich werde das auch nochmal mal gucken. Bei Sims 3 gibt es ein bisschen mehr beim Gestalten der Person. Schumi. So. Dann eine Person. Männlich. Hellhäutig. Und etwas voluminöser. Und das ist der nette Tipper. So. Dann geht's los. Mal gucken, wie ich ihn, was mir gelingt, so einigermaßen hinzubekommen. Kopf. Ist irgendwie nichts dabei, was jetzt passen würde. Lass ich es mal so. Mal gucken. Was dann? Ein bisschen rot, ja. Rot passt ganz gut. Frisur wählen. Passt nicht. Hier, das passt. So. Das passt. Also am besten passt das, ja. Ja, ja, das hier, oh ja, unbedingt. Schon lustige Dinge. Ich glaube, das ist schon ganz richtig getroffen. So. Dann jetzt weiter. Ja, mal gucken. Der ist ja ein bisschen, ne? So. Ah, der Mund ist ein bisschen übertrieben. Der Mund ist ein bisschen schmaler. Mund kommt hier unten, ne? Guck, was haben wir denn noch für vorgefertigte Gesichter? Mal gucken wir hier vielleicht. Passt schon besser. Beim breiten Maul hat er natürlich nicht. Vulkan, ja, das Tatsache, spitze Ohren. Krass. So, okay. Dann geht's los. Ja, leider. So, ja. Bisschen dicker. Ja, das passt ganz gut schon. Nein, leider nicht so wirklich. So. Jupp. Da kriegst du auch noch. So. Oh, die Ohren. Weiß ich nicht, so große Lauschlappen hat er gar nicht, oder? Was ist jetzt gar nicht? Oder besonders kleine Ohren? Ich kann mich auch ein bisschen erinnern. So. Ist klar, die Musik ist ein bisschen nervig. Die passt nicht so ganz gut. Dann weiter.
die Augen. Was hat er für Augen? Hat er hier so einen Brillenträger? Kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Ja, der hat ziemlich weit offene Augen. Oh, ja. Ja. Ich hoffe, der Tipp ist mir jetzt nicht übel. Das ist alles nicht so ernst genommen hier, ne? Das, so. Die blauen Augen passt schon, wie er hat. Nein. Ist nichts dabei. Die Augen sind schon ganz okay, glaube ich. Ein bisschen kleiner vielleicht. Jetzt zusammen. Ja. Enger zusammen. Ciao. Ja. Der passt schon ganz gut. Die Nase. Nee, eigentlich hat er gar keine besonders. Keine besondere Nase. Und Mund. Ein höfliches Gesicht, so. Na, schmalere Lippen. Jo. Bisschen breiter darf er schon. Ja, das passt. Da muss er was rein tun, ne? Können so in seine Lücke. So. Ne. So, jetzt mal schauen. Um die Gesichtsbehaarung irgendwo nochmal. Ach, hier unten. Da bleibt alles gleich, da erinnern wir so nix. Gesichtsbehaarung, hier sowas. Oh ja, das ist ja. Was? Würde gut zu ihm passen. Ja, genau, hier so ein bisschen Kräusel. Genau, so ein bisschen gekräuselt. Das passt ganz gut. Bisschen gekrüsel. Das ist ganz in Ordnung. Das sind die, alles andere passt nicht. Nee, das ist schon okay. So ein bisschen gezürtelte. Ja. Das ist schon alles richtig. Na, kann man noch zusätzlich was schalten. So. Hier. Genau. Das ist schon nicht verkehrt. Brille. Wir brauchen noch eine Brille. Eine normale Brille. Ja, die Brille hat er nicht. Die passt nicht so ganz. Etwas größer darf sie sein. Ohne. Tönt. Pass. Nee, das ist die passt besser. Aber ich weiß das gar nicht hier. So. Ja, nehmen wir die. Die passt ganz gut. Die passt, die lassen wir so. Jo. Ja, genau. Herr Tipper, da sind sie ja fast fertig. So, gucken wir mal ein Outfit. Nein, sowas trägst du nicht. Schauen wir mal. Der fertiges Outfit hier. Ne, werde ich nichts Passendes finden. Ich werde hier also fangen wir mal an. Ich glaube, mit Jeanshose ist das schon nicht verkehrt. Mal schauen, welche Jeanshose passt da. Hat die ja schon. Okay. Und Sonne? Ja, du bist jetzt erschlissen. Genau. Die Unterhose darüber raus. Okay. Das ist gar nicht so einfach. So, komm, hier. Hat sich eine neue gegönnt. So.
Dann Oberteil dazu. Ein Pullover, Langarm hätte ich gerne. Also unseren Langarm gewesen. Nein, hier so. Und hier, zack. So. Komm, es passt. So. Ist wohl beste Laune. Alles klar, dann weiter. Achso, hier Anzüge. Tatsächlich der Anzug. Anzüge. Ja, tatsächlich auch vernünftige Anzüge. Ich nehme mal das. Im Italienischen. Hopp, das sieht gut aus. Das lassen wir. Unterwäsche. Der passt so wie es ist. So, Schlafanzug. Weiß ich gar nicht. Steht da mit Schlafanzug? Bin mir gar nicht so sicher. Ja. Grau hat, glaube ich nicht, oder? Tippa, was für einen Schlafanzug tragen Sie in der Regel? Weiß ich gar nicht. Gib mir mal braun. So. So, ja. Badehose. Ja, einfach so, zack. Und Sportanzug, da lassen wir. Nein, nein, mit dem ist okay. Weil der fast zu farbenfroh ist, ehrlich gesagt. Ich finde, so eine Farbe fehlt ihm in seinem Leben. Deswegen lasse ich das auch einfach mal so. So, genau, Nachbau will ich ja sowieso nicht machen. Hier. Das ist gut. Das ist gut, ne? Oder? Ja, das passt. Alles klar. Den nehmen wir. Okay. Was möchte er denn? Laufbahnruf? Laufbahnruhm, Laufbahnwissen, Romantik, Laufbahnfamilie, Laufbahnspaß. Ich denke mal, puh, das ist schwer. Also erst so von Sternzeichen müsste er Fisch fallen. Der Fisch, ja. Laufbahnwissen. So, seine Antörner. Dann haben wir den Antörner sind. Ah, Unterwäsche. So, was haben wir noch? Logisch. Ah, toller Koch. So. Abturner. Da weiß ich auch nicht so genau. Arbeitslos. Arbeitstier. Guter Mechaniker. Was haben wir da? Charismatisch. Was ist nicht? Oh. Ah, hier. Gut im Putzen. Ja, das machen wir so. Okay, das hätten wir. Ist hier schon festgelegt? Ja, habe ich. Alles klar. Schüchtern.
Ja, so. Okay, wir lassen das so. Ja, der ist allein, da kommt nichts weiter dazu. Hat keinen Hund, hat keine Katze. So. Alles klar, annehmen. Jetzt müssen wir hier nochmal ein angemessenes Häuschen suchen. So. Einen kleinen Bungalow. Sind nicht so viele Häuser da, kann das sein? Zu verkaufen. Sieht aber groß aus, das Haus. Verkauft ein Grundstück. Haben wir ein Grundstück frei hier irgendwo? Kein Grundstück frei, ne? Dekoration. Kann man hier Grundstücke frei machen? Grundstücke, Häuser, gehen wir dahin. Das dauert ein bisschen. Ladezeit. Okay, extreme Ladezeit. So. Jetzt brauchen wir so ein kleines fesches Häuschen. Was kleines. Ist das? Das ist schon fast zu groß. Irgendwas Kleines. Ah, hier. Kann man es irgendwie drehen? Ja. Machen wir gleich hier neben. So, da. Mal ein paar Häuser hinstellen, damit wir ein bisschen Auswahl haben. Und eben Schönheitssaal, okay. Was gibt es denn da noch Schönes? Spitzes Häuslein. So weit in den Wald? Geht nicht? Muss ich Bäume erst wegholzen da oder was ist da los? Was da nirgends hin? Scheiße. Zu groß. Ich will hier nirgends hin. Einfach so mächtig. Hier haben wir so ein kleines Häuschen. Das können wir hier irgendwo hinstellen. Fast nicht. Was ist das denn da? Fliegende Schwein. Ja, wo passt der noch hin? Passt da nirgends hin? Sollen das? Dann passt das da hin. So, ja. Einfach ein bisschen Auswahl da ist. Mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Hier. Noch so ein kleines Ding hier. Hoch, so. Ein Zimmer hier. Da will ich auch was. Das, genau. So, ja. Nehmen wir das. Alles klar. Wir haben was. Wir haben das richtige Haus gefunden für ihn. Ein Zimmer. Oh, gut, betreten. Jupp. Euro-Stadthaus. Ein Zimmer. Herrlich die Musik. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Spiel spielen. Achso, ich habe vergessen, Timer zu starten. Ich bin schon eine halbe Stunde, haben wir schon verbraten, ne? Okay. Brichten das noch ein bisschen ein. Besorge ich nochmal irgendeinen Job. Achso, ich habe gar keinen. Ach, Doofkopf. Ich habe doch gar keinen Sim da reingesetzt. Ne, da müssen wir natürlich wieder raus hier.
So, wieder raus. War jetzt falsch, ein Fehler von mir, sorry. Dafür gibt es ja immer schöne Sims-Musik. Die Wartezeit hervorragend überbrückt. Okay. Nun aber. Jetzt nehmen wir ihn und lassen ihn da einziehen. Ja. So. Familie Schumi betritt das Haus. Okay, Home Sweet Home, Herr Schumi. Alles klar. So. Okay. Er steht auf der Treppe hoch. Die Sichtweise ist ein bisschen gerade unpassend. Mal sehen, was ist oben. Das wäre ja nur ein Zimmer, sondern zwei Zimmer im Prinzip. Okay. So. Dann richten wir ihn das mal ein hier ein bisschen. Wieder mit schöner Musik. Hey, ich sehe funky hier. Hm. Cool. So, wir brauchen ein Bett. Eigentlich brauche ich eine Bett-Schrank-Kombination, das gibt es aber leider hier nicht. Sowas gibt es hier leider nicht. Nicht zu sehen. Leider nicht viel. So, was ist das hier? Soll irgendwas passen mit so einem Überbau? Nein, das ist eher so ein Kinderbett, ne? Aber sehen wir ein anderes Design nehmen hier? So eins hier zum Beispiel. Also mit diesem rosa Tuch oben auf. Das ist kacke. Was haben wir das? Nicht mehr ohne rosa. Achso, da kann man genau hingucken. Da sieht man das. Also, da ist auch rosa Ding. So. Eigentlich eine Dusche, muss ich mal runterschauen. Unten ist nur eine Küche, keine Dusche. Okay, dann machen wir hier oben noch eine Dusche rein. Was sehr blöd ist, das ist zwar ein Balkon, aber die Tür müsste dahin. Finde ich besser. So, wieder zur Mülleinrichtung, zack. Und stelle ich ihn hier nochmal einen Sessel hin. Welche Farbe mögen wir denn, Herr Schumi? Aber bleiben wir hier. Wie schön neutral hier. Also zack, den tun wir dahin. Wo wird das ein Fenster, ne? Vielleicht so Richtung Fenster ausrichten. Ach was. So. Dann brauchen wir noch einen Tisch. Ein Tisch, ein Schreibtisch. Damit der Tipper, Herr Schumi, der Tipper Schumi,
seinem Hobby nachgehen kann, er braucht einen vernünftigen Tisch für. Ach hier. So ein Schreibtisch. Hey, da tut es ganz einfacher. So. Alles klar. Hier so vom Fenster. Zack. Dann brauchen wir auch dazu einen schönen Stuhl. Schönen Stuhl. Weiß nicht, ob er mittlerweile einen guten Bürostuhl hat. Ich gebe mir hier einen so einen brauchbaren. So. Spricht aber nicht so ganz der EU-Sicherheitsvorschrift, ne? Hm. So, dann brauchen wir einen Computer. Ja, schon wie mal Computer. Hier ist kein Computer. Wo sind Computer? Da Computer, ist Computer, alles klar. Oh, komm hier. Können wir besserer sein hier. Zack, soll auch Spaß machen. Da hat sich mal ein gutes Stück hingestellt. So, dann haben wir für 800 nochmal einen Fernseher. Oder? Hier. Kombination aus Schrank und Fernseher. Hier. Dann wird er besser die Couch so rumzuklettern, ne? So. Machen wir so. Gute Idee. Gute Idee. So braucht er gut noch eine Dusche. Vielleicht eine Dusche. Eine Badewanne da, ne? Badewanne ist total übertrieben. Weg damit. Dusche hier. Einfache Dusche reicht. Dusche, Dusche. Ja, was ist das? Ja, genau, hier, also zack. Einfach da so hin. Fertig. Reicht. Völlig aus, fertig. Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand brauchen wir hier. Dekoration werden wir es finden. So, wo haben wir Spiegel? Da haben wir Spiegel. Günstigen hier hab. So, zack. Hier haben wir. Mhm. Das ist neu, ne? Das ist Spiegel tatsächlich Spiegel, ne? Oder? Das war vor bei Sims 2 nicht, oder? Bin ich sicher. Hm. So, eine Etage tiefer. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Da sollten wir ein klein bisschen Sitzmöglichkeit erzeugen. Stellen wir zwei Stühle hin. Dann gibt es noch einen Tisch dazu. Ein Esstisch. Einfach Esstisch hier. Ganz einfachen. Zack, Esstisch da stehen und Kühlschrank natürlich. Kühlschrank darf nicht fehlen, auf gar keinen Fall auf den Kühlschrank fehlen. Ja, wieder im falschen Bereich. Ja, Kühlschrank, Kühlschrank finden wir hier. Kühlschrank, 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 Kühlschrank. Hä? Ach da. Ein bisschen verwirrt, ne? Bin ein bisschen verwirrt. So. Das schick grün. Passt, ne? Passend zur Kücheninrichtung. Zack. Und das will ich ein bisschen umbauen. Ich brauche das sein. So. Achso, und dann Pipette. Und die brauchen wir noch ein. So. Nein. Und da wollte ich ihn herzupacken. Jetzt mal los. So, achso.
Fast vergessen. Das hier. Wieder weg. So, und den da hinten. Zack. Ja, passt ja gut. So. Jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Irgendwas auf dem Grundstück, was man verkaufen kann? Nö, da kann brauchen nichts. Da bietet nichts hier. Nichts an hier, was man verkaufen kann. Okay. Alles klar. Dann suchen wir irgendwie mal einen Job. Als erstes suchen Fotos bestellen, Urlaub, Geschäfte, Jobsuche. Geht los. Herr Schumi, Tipper, deine Show. Jo, machen wir mal ein bisschen gucken gehen. Windows, funktioniert heute mal ausnahmsweise. Was haben wir denn da? Online-Jobsuche. Freie Stelle, Musik, Plattenladenverkäufer. Arbeitszeit von 10 bis 17 Uhr. Arbeitstage, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Lohn, 100 Euro. Sollte man den Job annehmen? Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn da noch? Regen, schön. Freistelle. Journalismus. Jahrbuchüberwacher. 9 bis 15 Uhr. Arbeitszeit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 115. Das ist eine Stelle. Journalismus. Jahrbuchüberwacher. Weiter so. Gucken wir, was wir noch finden. Freie Stelle, Architektur, Zementmischer. 8 bis 15 Uhr. Weiter so. Gastronomie, Tellerwäscher. So fing Rockefeller auch an. Taschendieb. Nein. Das ist ein ehrlicher Mensch. Heute kann ich weiter Jobs aus. Jobsuche nehmen wir. Fangen wir nochmal. So schnell gehen wir nicht auf. Das Wetter ist ja widerlich. Ist ja wie bei Mannekraft. So. Ich nehme den Job einfach an, so, dass er einfach was hat. So, okay. Hat einen Job. So. Und los geht's. Ja. Das ist der Tipper und das, was er am liebsten tut, ist spielen. Ja. Das hat er wohl gerade tut. Da hat er gerade Lust mehr zu spielen. Was ist los? Er muss arbeiten, ach. Du musst schon arbeiten. Oh, der Arme. Ja, in diesem Sinne, habt euch wohl, das war's. Das ist Schumi, unser Tipper. Ja, mal schauen, wie das so wird. Jetzt müssen wir nachher noch eine Verbindung aufbauen, dass die halt Freunde eben halt auch Freunde sind und so. Daran muss ich mal noch arbeiten. Ja. Alles klar. Okay. Dann wechseln wir was, aber wir wechseln mal hier. Wo war denn das nochmal? Hier. Warte mal, ist noch speichern. Haha, speichern. Speichergrundstück. So. Hallo, ich bin Mitglied des örtlichen Gartenvereins und dachte, ich komme mal vorbei, um dir etwas über unseren Verein zu erzählen. Wir kommen jederzeit gerne zu dir, um deinen Garten zu inspizieren und bewerten. Aber ich empfehle dir, ihn erst zu verschönern. Siehe dir dazu einmal die neue Gartenabteilung im Baumodus an.
Hallo, ich bin Herr Rumble und ich bin gekommen, um dir ein großartiges Geschenk zu überreichen. Diese Kiste enthält umwerfend und bezaubernde Sinnwunder, die du mehr als verdient hast. Öffne sie schnell. Ich habe gesagt, du sollst sie öffnen. Ja, okay. Mich am Arsch. Okay, wir wollten wechseln. Ja, dann gehen wir wieder auf die Karte. Geile Musik. Gott, ist das scheiße. Entschuldigung. Nicht mein Geschmack. Die Musik ist einfach nicht mein Geschmack. So. Dann gehen wir zur Familie Lanze. Hey, Grundstück betreten. Was ich an die habe ich dem Jockel hier schon einen Job besorgt. Also mal schauen. Wow. Knacken meine Knochen. So. Hier ist denn das hier. Ah, okay. No. Da sieht er noch 40. Was ist das denn? Da ist der Jockel. Und was macht er gerade? Jobsuche. Okay. Sehen wir mal. Machen wir fortsetzen. Jobsuche. Freistelle, Gesetzeshüter, Wachmann. Dienstagbettwörter, Sonntag Lohn, 326. Klingt ganz gut, ne? Mal weiter gucken, was haben wir noch? Hm, 280. Medizintechniker. Medizintechniker. Klingt ganz gut. Aber Dienstagbettwörter, das ist zwar ein geringer Lohn, aber ein Job in Zukunft, ne? Techniker. Das ist zumindest grob die Richtung schon mal. Okay, Job annehmen wir mal hier das hier. Okay. Alles klar. Der Klavier, der ging okay. So. Was kann man immer zusammen zu seinen Fragen ermutigen? Nein, das war das ist er nicht. So, ein bisschen so negativ. Beobachten. Setz dich wieder hin. Was bist du denn für ein Arsch? Hallo? Hallo? Ist der ein Arsch? Ist der ein Arsch? Warum ist der so scheiße? Warum ist der so ein Arsch? Gibt's doch gar nicht. Das ist unfassbar. Jo, das ist, das macht Spaß so zu lernen, glaube ich. Und die dann begeistert, wie sie den Tanz entwickelt, um mit anderen Sims darüber zu reden. Okay. Was ist das? Na los. Na gut, dann gehen wir hier, machen wir anders. Ist das überhaupt, ist das sowas? Das gibt's doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist der Jockel gar nicht. Wo kommt diese Musik her? Oh, was ist da los? Hä? Wie hofft das nicht hin? Hallo, Liebchen, wie ich gehört habe,
sollen in dieser Stadt viele Sims auf Partnersuche sein. Aber jetzt bin ich ja da, um zu helfen. Mit meinen ausgezeichneten Hellseherin-Fähigkeiten. Ah, bla 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 bla. Verpiss dich, Hellseherin. Oh, das ist ein Geschenk vor der Tür. Huch. Öffnen. Geschenke finde ich auch schon mal interessant. Ich mag Geschenke. Geht gar nicht. Oh, Herr Humble schenkt dir und deiner Familie einen neuen Computer. Vielleicht sind die Maschinen und das zugehörige Spiel ja gutes Omen. Okay. So, war das jetzt hingetan, sein neuer Computer? Wo kann ich das finden? Ach, da. Ja. Ach, da, dein Computer, weißt du? Noch fetter als der von dem Computer da. Okay. Stellen wir den zweiten Computer denn hin? Ich habe ja Platz für den zweiten Computer. Ach, da oben ist noch nichts ausgebaut. Da oben ist noch nichts zu wollen. Okay, warte, da geht's nicht. Wo kann man das gute Stück hinstellen? Wir brauchen noch einen Tisch dafür. Das ist das Problem. Oder verkaufen wir den hier? Kaufen den. So, und dann tun wir den dahin. So. Ja, das sieht geil aus. Okay. Dann kann es weitergehen. Also ein Zwischenspeicher natürlich hier noch. Hopp. Das ist ja cool. Hör mal zu. Mann, speichern nicht so lange. Oh Gott, so lange. Soll uns Klavier von Klavier und erfolgreich verwendet. Keymwert mit einem Kreativpunkt belohnt. Okay. Okay, oh, oh. Das ist ja. Küssen, romantisch. Küssen, eng umschlungen. So, auf irgendwie hier entspannen. Das ist damit ich. Wollen wir das? Nein. Hier hin. Schön. So, komm bitte. So, der haben schon Ohrenschmerzen. Das müssen wir auch noch andere Sachen machen. Schöne Sachen. Schöne Dinge halt, ne? So, leg dich mal hin. So, dann. So, jetzt. Kuscheln. So. Küssen wir ein bisschen, ne? So. So, jetzt ab jetzt ist 16, ne? Also alle unter 16 ausschalten. So, gehen wir weiter. Komm, wollen wir uns vermehren? Noch eine größere Familie werden? Nein. Nicht der Mächte. Oh. Oh, das war jetzt. Hui, hui. Okay, schlagen die ein. Wer klingelt denn da an der Tür? So viele Menschen klingeln an der Tür, aber keiner macht auf. Mm,
So, hier, so, grüß mal kurz. Ah, das spielt schon besser. Ja, ja, er kommt da schon. So. Hm, Telefon. So, jetzt kannst du weiter üben. So, oder was Telefon angeht, ne? Da wollte das Telefon angehen, ne? Sein Hunger hat er noch. Da kann er nochmal einen Teller nehmen, ne? Kann nochmal einen Teller nehmen. Achso. Ja, kann die Sprecher natürlich. Ist gerade auf Toilette. So, muss warten. Ja. So, haben wir denn noch was Wichtiges sein? So, Job hat er. Einen neuen Computer haben wir geschenkt bekommen. Was ist das für ein turmischer Typ? Philipp. Jack. Jacoboy. Jacoby. Jacoby. Wie heißt er? Jacoby. 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 Also Jacoby wird es wahrscheinlich ausgeschrieben. So, hallo, du, hast du dich entschieden, unsere neue Zeitschrift zu testen? Möchtest du das Kunst- und Handarbeit-Magazin bestellen? Ja, nehmen wir mit hier. Zack, voll. Kostet wahrscheinlich Schweine viel Geld. So. Ach, die Sensi ist jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Sie hat Hunger. Umgebung gefällt ihr nicht. Abspülen. Deswegen gefällt ihr Umgebung nicht. Essen ist total. Ist ein Gammelscheiß weiter. Du solltest nicht weiter essen. Nein. Fühlen. So, abfühlen. So. Okay. Mhm. So, Umgebung, Hunger hat sie noch. Was denn, sie ärgern sich gerade so? Auf die Süßigkeit essen, Snack knabbern. Zum Mittagessen. Fertiggericht. Hopp. Fertiggericht essen, so. So. Achso, ach, das ist die. Die, okay, die guckt auf Fernsehen. Kann ich an die Fernseher ausschalten von beiden hier? So. Ausschalten. Dem sie gegessen hat. Ja, okay, die Frau rennt hier halt nackt durch die Wohnung, das ist sehr interessant. Haben wir gar keinen Kleiderschrank? Ich bin sehr froh, dass ich diese Sportaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht. Ah ja. Okay, die spielen gerade. Ich lasse sie einfach so. Egal. Achso, was ich gerade jetzt in der Lütte, der war wahrscheinlich auch total runtergewetschelt. Harnbring, oh ja. Benutzen und dann. Hier waschen. Und dann hier auch erstmal prüfen, Süßigkeit trinken. Knabbern, trinken, Süßigkeiten. Essen vorher prüfen. Snack knabbern, so. Euer Sohn gesund. Nee. Essen vorher prüfen. Weiß nicht, was sie da verpixeln. Die sind speziell mit Klamotten auf Toilette. Waschen, ja, klein, klein. Okay. Alles klar. So. Jetzt gibt die nächste Klavier. Okay. Und solltest du nicht erstmal was anziehen?
Hast du eigentlich einen Job schon? Und der spielt gerade. Achso, oben ist ja gar nichts mehr. Das heißt, für den Kleiderschrank kann das sein. Ich habe hier gar keinen Kleiderschrank gekauft. Ja, da müssen wir nachholen. Kleiderschrank muss hier noch her. Also, hopp. Kleiderschrank und dann beenden wir auch diese Runde für heute. Kleiderschrank. Wo waren jetzt die Kleiderschränke nochmal? Oh Gott, wo waren die denn jetzt? Ne, da nicht. Wo waren die Kleiderschränke nochmal? Da. So, was nehmen wir denn dafür ein? Nicht so teuer. Hier, sieht ganz gut aus. Ja, den dunkleren hier, so. Oh, hier ist das Bett nicht mehr, ne? So, nee, es sieht scheiße aus. Sonst auch so. Und dafür das Bett ein weiter rüber, so. So. Hm. Wenn es daneben steht, dann kommen die nicht ins Bett mehr rein. Ja, an der zweiten Seite nicht. Das ist ja das Problem bei Sims 2. Das funktioniert dann nicht. So. Ja, machen wir es so. So geht das. So geht das schon. Ja, das ist okay. Ich glaube, so ist okay. Das können wir machen. Und ich finde, so einen kleinen Schrank sollte auch ein Kinderzimmer hin, da. Haben wir da. Sieht mir aus wie eine Werkzeugkiste. Nee, das geht gar nicht. Nein, 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 tut mir leid. Dann hier so. Nein, das schließt Fächer. Ach je. Dann so. Das passt. Okay. Dann noch einen kleinen Tisch. Tische, Tische. Das ist also ein kleiner Schreibtisch, der passt. Haben wir sowas? Kleines? Die haben nur so Riesendinger, ne? Oh, was ist das? Monster. Zu groß. Ne, dann einfach einen Tisch, Papa. Hier. Zum Hausaufgaben machen wir es hier. Kann es auch ein einfacher Tisch sein. Darf trotzdem ein bisschen gut aussehen, ne? Aber soll nicht ein riesen Vermögen kosten. Und passt nicht. Passt nicht. Puh. Was nehme ich denn da am besten? Zu groß. Nur so ein. Nein, passt auch nicht. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist aber teuer. Hm.
Ja, Riesenbäuerliche Trash. Ich wollte auch dran sitzen. So hoch, ne? Das ist riesig. Viel zu hoch. Das ist ja doof. Was haben wir da? Och, Riesending hier. Ach Mensch, was soll denn das? Ne, das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Wieder weg. Ist nicht so einfach. So. Ja, müssen wir doch wohl. Wir werden dann noch den Tisch dann doch nehmen, ja. Dafür. So, ein Stuhl dazu. Ein Stuhl, den wir daran stellen können. Stuhl. Ein Stuhl, bitte. Ich brauche einen Stuhl. Ah, geht gar nicht davor. Ginge gar nicht davor. Mist. Warte mal. Dann so. So. Ich hoffe, das geht. So. Ja, das dürfte klappen. Okay. Die arbeiten albern wieder. Alles klar. Ja, das war's dann wieder für heute. Mal gucken, was wir als nächstes anstellen. Oh, die fliegen. Was ist denn da los? Ja, das ist gut, dass das kann. Also, wollt ihr jetzt einen kotzen hier oder was? Achso, weil dieses scheiße Spiel. Ja, so. Ja, so. Umziehen. Abendkleid, Sportkleidung, Schlafanzug, Badekleidung, Unterwäsche, und. Was ist denn da? Unterwäsche, Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafanzug? Wenigstens Schlafanzug. Achso, die falsche. Okay. So, Badekleidung, Schlafanzug, zack. Oh, was ist das für Geräusche? Achso, der wartet. Okay. Tja, dann an dieser Stelle. Ja, wünsche ich was. Und habt euch wohl und ja, weiß nicht. 18:45 Uhr. Kann man noch nicht gute Nacht sagen, oder? Habt euch wohl. Bis dann. Ciao. Bis zur nächsten Woche dann, ne? Hoffe ich doch mal. Ja, danke schon. Alles klar. Tschüss. So. Genug hier. Stopp.